Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute eine kleine Einheit mit einem Handbuch für dich vorbereitet, beziehungsweise es sind zwei Einheiten. Die erste Einheit findet im Stand statt, da wirst du vor allen Dingen deinen Oberkörper spüren und schon relativ intensiv deine Schultern wahrnehmen. Wir kräftigen und dehnen sie aber nachher auch wieder auf. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns dann mehr mit der Körpermitte, mit dem Bauch, so klassisch, was wir im Pilates machen, aber auch dazu brauchst du dann bitte mal ein Handtuch. Wenn du es geschnappt hast, dann würde ich sagen, starten wir gleich. Komm bitte in einen hüftschmalen Stand, beug mal deine Knie, nimm ein Handtuch, drehe das so ein bisschen, dass du es unter Spannung halten kannst. Sonst im Kursbereich arbeiten wir ja dann gerne mit einem Ball oder mit einem Reifen, heute zu Hause gerne mit einem Handtuch. Schau mal bitte, dass deine Handgelenke stabil sind. Beug dir ein bisschen deine Knie, beuge dich tiefer, nimm deine Arme nach unten und jetzt zieh dich mal mit einem langen Rücken weit nach oben, streck dich. Beug deine Arme, nimm deine Schulter nach vorne, höhle den Bauch aus, roll dich nach unten ab und zieh dich mit einem langen Rücken weit wieder nach oben hinaus. Mach das Ganze in deinem Tempo. Was ich gerne hätte, ist bitte, dass du die ganze Zeit einen leichten Zug auf deinem Handtuch nach außen hast. Also das Handtuch hängt nie durch. Du kannst dir auch ein Band vorstellen, wie so ein Gummiband, was du nach außen ziehst. Ich beuge, roll die Wirbelsäule tief nach unten und ziehe dich mit einem langen Rücken weit nach oben. Lass deine Schultern bitte weg von deinen Ohren. Jawohl, tief eintauchen und lang nach oben raus. Machen wir es bitte noch ein letztes Mal. Roll down. Zieh dich weit nach oben. Jetzt bitte mal andersrum. Lang nach oben. Mit einem langen Rücken nach vorne gehen. Die Knie habe ich weich. Wenn du unten bist, lass den Rücken entspannt. Trotzdem Zug nach außen mit deinen Händen. Zieh dich hoch. Streck deine Arme. Mit einem langen Rücken nach vorne kommen. Tauch nach unten ab. Roll dich auf. Wenn du möchtest, komm ein bisschen weiter. Beim Hochgehen. Heb mal die Fersen, mach dich ganz lang. Setz die Fersen wieder ab, komm dann im Oberkörper weit nach vorne und roll dich langsam Wirbel für Wirbel auf. Immer noch an den Zug denken, bitte das Handtuch nach außen ziehen, Fersen heben. Abstellen, langer Rücken nach vorne, tauch nach unten ab und zieh dich wieder weit nach oben auf. Jetzt bleibst du mal mit mir hier. Heb mal deine Fersen, Schultern tief, Handgelenke stabil. Und jetzt fangen wir mal an, ein bisschen zu trippeln auf der Stelle. Gerne die Fersen oben haben. Lauf vielleicht mal so zwei, drei Minischritte nach vorne, zwei, drei Minischritte wieder zurück. Genau. Und immer noch dran denken, Handtuch ist fest. Zug nach außen, Brustbein hebt. Jawohl, immer noch ein bisschen trippeln. Merkst du vielleicht jetzt schon deine Arme, deine Schultern, Bauch muss sich aufspannen nach innen. Die Waden werden gleich wärmer. Und immer noch ein bisschen trippeln, trippeln, trippeln. Kleine Schritte vor, kleine Schritte zurück. Bitte nicht die Luft anhalten. Noch ein bisschen. Laufen, laufen, laufen. Funktioniert? Gut. Nochmal, nochmal, nochmal. Sehr schön. Komm noch ein letztes Mal nach vorne, trippel vor. Und trippel zurück und setz deine Fersen ab. Löse mal deine Arme. Wunderbar. Jetzt darfst du deine Beine ein bisschen weiter öffnen. Knie zum zweiten Zeh zeigen lassen. Schultern zurück. Wir gehen mal in die Beinbeuge und schieb dich wieder nach oben raus. Beugen und wieder hoch. Und nochmal. Beugen und hoch. Find bitte dein eigenes Tempo. Jetzt lassen wir die Arme wieder mitarbeiten. Ich habe mein Handtuch ungefähr so hüftbreit. Ich kann auch meine Beckenknochen greifen. Nimm mal deine Arme angewinkelt nach oben. Setz die Schultern wieder tief. Schau, dass dein Kopf frei beweglich ist. Handgelenke stabil. Komm mal mit mir. Wir gehen ein bisschen weiter. Setz dich tief, schieb die Arme nach unten. Von hier aus wandern die Arme nach oben. Arme wieder tief. Und zieh dich hoch. Dein Gesäß schieb bitte nach hinten weg. Ich möchte hier die Länge in deiner Wirbelsäule haben. Fall mir bitte nicht in die Knie. Bitte
darauf achten, dass dein Kopf die ganze Zeit beweglich bleibt. Schultern bleiben weg von den Ohren. Jawohl. Und nochmal. Gewicht auf die Fersen. Rücken streckt. Arme wieder tief. Und auch wenn ich das Handtuch nach oben nehme, es ist immer noch gespannt. Weiter atmen. Nicht dir zu schnell, mach es einfach für dich ein bisschen langsamer. Möchtest du noch weitergehen mit mir? Auf geht's. Komm tief, Arme hoch. Jetzt zieh das Handtuch einmal ran. Gerne, wenn möglich, hinter den Kopf. Bitte darauf achten, dass du dann aber nicht dein Kinn zum Brustbein zerren musst. Lass deinen Kopf da, wo er ist. Fühl mal den Weg deiner Schulterblätter. Die möchten nach hinten Richtung Gesäßtaschen wandern. Ranziehen. Lang strecken. Arme tief und wieder hoch. Nochmal. Runter. Verlängere die Wirbelsäule. Zieh dein Handtuch lang. Strecken. Arme ab und hoch. Und nochmal. Runter. Hoch. Hinter den Kopf. Sehr gut. Geh noch zwei mehr, oder? Wenn du Lust hast zu Hause, darfst du die Sequenz gerne immer ein bisschen länger machen. Dann wird es ein bisschen intensiver. Gehen wir nochmal. Runter. Arme hoch. Hinter den Kopf. Strecken und bleiben. Schultern tief. Zug nach außen. Dann senk deine Arme ab und zieh dich langsam nach oben. Gut, lass mal ganz kurz locker. Dann gehen wir mal weiter. Einatmen. Arme hoch. Ausatmen. Schulter tief. Schau mal, dass du jetzt den gleichen Abstand von deinen Ohren zu den Armen hast. Und es bleibt auch so. Ja? Komm mit deinem Oberkörper in eine kleine Lateralflexion nach rechts. Bitte nicht das machen. Es sind nicht die Arme, die hier arbeiten. Ich möchte, dass dein Oberkörper ein bisschen geschmeidiger wird. Schultern tief, Bauch ist ganz fest nach innen gezogen. Das Becken ist fixiert und deine Beckenknochen zeigen nach vorne zu mir. Aus dem Kurs kennst du das, dass wir den Ball zwischen den Händen haben. Jetzt hast du dein Handtuch und immer noch Schub nach außen. Es ist nicht wichtig, wie weit du kommst. Hauptsache, du fixierst dein Becken. Gibst du mir auf der Seite noch 4 Wiederholungen? Und die letzten 3. Und zweimal mehr, ja? Komm, rüber. Zurück. Einmal noch. Rüber. Zurück. Und einmal kurz loslassen. Spannung kurz rausnehmen, bevor wir wieder die Seite wechseln. Knie leicht beugen. Arme wieder nach oben. Schultern tief. Zug nach außen. Ellbogen ganz leicht gebeugt. Und komm mit mir wieder in eine leichte Lateralflexion zur anderen Seite. Wieder dran denken, dass das Becken ruhig ist. Und Seite. Fühl mal in dich hinein. Gibt es eine Seite, die etwas besser geht? Auch wenn die Arme jetzt schon ein bisschen schwerer werden. Da oben. Halte mit mir durch. Komm, zieh zur Seite. Und zurück. Und Seite. Fühl mal deine Rumpfmuskulatur arbeiten. Auch hier dich in die letzten 4 zurück. Und noch 3 zurück. Die letzten 2. Und ein letztes Mal. Komm zur Seite, rück und lösen. Gut. Wir bleiben dabei, dass dein Oberkörper wieder ein bisschen arbeiten muss. Setz dein Popo wieder ein bisschen weiter zurück. Heb dein Brustbein an, spann den Bauch nach innen, Schultern tief, Arme nach vorne. Handgelenke fest. Wir drehen mal ein bisschen das Handtuch. Einmal ist der rechte Arm oben, einmal ist der linke Arm oben. Ja. Geht, oder? Jetzt nimm mal den Oberkörper ein bisschen mehr mit. Das heißt, nimm auch deinen Kopf mal mit. Schau mal möglichst unter einem Arm durch. Sind die Schultern weg von den Ohren? Das Becken ist ruhig. Jetzt muss dein ganzer Rücken arbeiten. Bauchnabel immer noch rein. Schau einmal unter dem rechten Arm durch, einmal unter dem linken Arm durch. Du kannst dir auch vorstellen, du hast ein ganz großes Lenkrad in der Hand, was du drehst. Schau drunter her und schau drunter her.
Und nochmal. Ziehen. Und ziehen. Schieb der Popo noch zurück. Komm, ziehen. Und ziehen. Halt noch ein bisschen mit mir durch, ja? Ziehen. Atmen. Die letzten hätte ich hier gern. Vier. Und drei. Dann hören wir nicht ruckartig auf. Komm, zwei. Eins. Arme vor. Oberkörper hoch. Setz dich jetzt mal ein bisschen tiefer. Halte da, halte da, halte die Arme da. Achte auf deine Knie. Die ziehen nach außen. Bauchnabel rein, das Becken bitte aufrichten. Jetzt habe ich keinen Entenpo mehr. Hast du die Arme nach vorne, ne? Nicht aufhören, Schultern tief. Jetzt ziehst du dir mal einen Arm ran. Rechter Arm ran. Und linker Arm ran. Du kannst dir vorstellen, du möchtest dein Handtuch so ein bisschen auswringen. Bitte achte jetzt auf deine Handgelenke. Lass die mal nicht abknicken. Auch der Arm, der vorne ist, ist ganz stark. Zieh mal Kraft voran. Ellenbogen Richtung Taille. Funktioniert? Dann hebe mal immer auf der Seite, wo dein Arm rankommt, deine Ferse. Oberkörper aufrecht. Ganz starker Arm. Das Handtuch bleibt die ganze Zeit fest. Auch das kannst du zu Hause natürlich noch ein bisschen ausweiten, noch ein bisschen länger machen. Vielleicht kannst du dich noch ein bisschen tiefer setzen. Das Brustbein noch ein bisschen mehr heben. Ansonsten hätte ich hier gerne noch acht, ja? Sieben und sechs. Der eine Arm ist kraftvoll gestreckt. Fünf, dann hören wir nicht auf. Vier, komm, drei, zwei, eins. Bleibst du vorne, Schultern tief, Ellbogen nach außen. Und jetzt gibst du mir ganz, ganz kleine Pumpbewegung. Kannst du es hören? Handtuch darf bei dir genauso sein. Wenn du schaffst, heb die Fersen. Und jetzt wird es wackelig. Jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Rumpfspannung. Halt durch, lass die Schultern warm werden. Die letzten acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und geschafft. Gut. Löse kurz auf. Bevor wir zum Abschluss vom ersten Block kommen, noch eine letzte Übung bitte hier mit mir im Stand. Ich drehe mich seitlich, dann kannst du mich ein bisschen besser sehen. Beuge ein bisschen deine Knie, Schultern tief, Oberkörper leichte Vorlagen. Verlängere deine Wirbelsäule. Handtuch wieder auf Spannung nehmen, Handgelenke fixieren. Wir fangen mal an, nur die Arme anzuheben. Versuch die Arme mal neben deinen Ohren zu bekommen. Verlängere dich gedanklich über deinen Rücken. Jetzt geht es mir nicht um Geschwindigkeit. Wir werden es nur ein paar Mal machen, zu Hause, gerne noch ein paar Mal öfter. Ja? So, und immer, wenn deine Arme hochgehen, schiebst du mal im Wechsel ein Bein zurück und stellst es sanft ab. Seitenwechsel. Schieb zurück und ran. Und schieb. Bitte darauf achten, dass du jetzt nicht deine Hüfte zur Seite öffnest. Lass deine Beckenknochen bitte parallel. Wenn du das schaffst, darfst du in eine richtige Standwaage kommen. Ist zu schwer, bleibst du weiter oben. Schieb. Und ran. Und nochmal. Schieb. Und ran. Wir haben es jetzt hier schon fast geschafft. Du machst dann zu Hause, wenn du es wiederholst, öfter. Ja? Ansonsten hier nochmal zum Üben. Vier. Und drei. Geht noch. Zwei. Nochmal. Und das erste Bein, was du vorhin hattest, kommt hoch. Und halte. Mach dich jetzt mal ganz lang. Schultern weg von den Ohren. Genieß mal die Kraft auf deinem Standbein. Zug nach außen. Sehr langsam lösen, nicht nach oben kommen, fließender Wechsel, andere Seite, streck dich lang, Beckenknochen parallel, Schultern parallel, atmen, 4, 3, 2, 1, hol deinen Fuß ran und jetzt darf dein Oberkörper mal aushängen, lass deinen Kopf locker, Schultern locker und dann roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben ab.
Führ mal in deine Schultern hinein. Ich denke, es ist ein bisschen wärmer geworden. Dann haben wir den ersten Block geschafft. Und der zweite Teil findet dann auf deiner Matte in Rückenlage statt.